Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Hitcast. Heute interviewen wir LehrerInnen aus aller Welt, also LehrerInnen, die vom Hitdorf in unterschiedliche Länder gegangen sind, um dort für eine Zeit zu unterrichten, über ihren Aufenthalt dort und ihre Tätigkeit dort. Das läuft in Zusammenhang mit der Europawoche und der letzten Folge. Und da beginnen wir jetzt direkt. Genau, heute haben wir uns eingeladen, einmal Frau Schumacher und einmal Herrn Ament. Können Sie sich beide erstmal vorstellen, wer Sie überhaupt so sind? Ja, mein Name ist Sebastian Ament. Ich bin seit 2012 am Hitdorf-Gymnasium. Meine Fächer sind Sport und Spanisch. Mich begeistert hier vor allen Dingen alles, was mit dem Thema Fußball zu tun hat. Und ich war in Chile für knapp 13 Monate zwischen 2019 und 2020 und bin jetzt wieder nach meiner Zeit hier am Hitdorf zurück. Ja, und ich bin Nora Schumacher. Ich bin seit 2009 am Hitdorf-Gymnasium. Ich habe da auch schon Ref gemacht und bin jetzt seit 2019 in Indien an der Deutschen Schule in Neu-Delhi und ich unterrichte Englisch und Geschichte. Und ich bin im Moment in Deutschland, aber nur für die Sommer. Genau, Herr Ament, Sie sind jetzt ja wieder im Hitdorf, am Hitdorf, in der Schule. Und aber Sie sind ja trotzdem eingeladen. Wo waren Sie denn? Ja, ich war an der deutschen Schule in Valparaíso. Das ist so ganz zentral von Chile, ungefähr anderthalb Stunden von der Hauptstadt Santiago entfernt, direkt am Meer. Und der Ort dort heißt Viña del Mar, aber das ist halt im Verbund der Region Valparaíso. Und ja, habe dort eine sehr schöne Zeit verbracht mit der gesamten Familie, mit meinen drei Kindern, einer Frau, die dort auch gearbeitet hat. Und ja. Genau, Frau Schumacher, vielleicht erzählen Sie auch nochmal ein bisschen über Ihren Aufenthaltsort und Ihre Schule da. Ja, ich bin an der Deutschen Botschaftsschule Neu-Delhi. Das ist die Hauptstadt von Indien, im Norden von Indien gelegen. Eine riesengroße Stadt mit ungefähr, die Schätzungen sind sehr unterschiedlich. Meistens hört man so ungefähr 20 Millionen Einwohner. Und die Schule ist dafür aber sehr, sehr klein. Also wir haben insgesamt 125, aber inklusive KindergartenschülerInnen an der Schule und entsprechend wenige Kollegen, also eine sehr familiäre Struktur. Ich bin auch mit meinem Mann hingegangen, der auch an der Schule unterrichtet und mittlerweile haben wir auch eine kleine Tochter. Das heißt, jetzt sind wir auch mit der Familie da. Wenn Sie da jetzt so sind, woran haben Sie als erstes gedacht, als Sie wieder so zurück ans Hitdorf gedacht haben? Also ich denke tatsächlich viel auch ans Hitdorf. Also das Zentrale sind immer die Begegnungen mit anderen Menschen, finde ich. Und da sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch SchülerInnen, da denke ich am meisten dran irgendwie und das verbinde ich dann auch damit, weil da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und hatte, glaube ich, einfach total Glück, sowohl mit dem Kollegium als auch mit der Schülerinnenschaft und habe tolle Erinnerungen einfach an, AG-Arbeit und aber auch an Unterricht und Ausflüge und Klassenfahrten und irgendwie ist das, finde ich, das, was so hängen bleibt, was man zwischenmenschlich erlebt mit unterschiedlichen Konstellationen, so das, ja. Und ich finde eigentlich, was ich mit dem Hitdorf verbinde, ist auch irgendwie eine große, schon irgendwie eine Gemeinschaft, die auch zusammenhält schon. Ja, spannend. Herr Ament, wie sieht das vielleicht wenn Sie sich zurückversetzen an die Zeit, wo Sie noch nicht wieder in Deutschland waren, was wären da so Gedanken gewesen, die gekommen wären, wenn Sie ans Hitdorf zurückgedacht hätten? Ich möchte einmal das Wort Gemeinschaft aufgreifen, denn ich bin hier bei der Lehrersportgemeinschaft. Und passend zum heutigen Tage, wo wir das erste Training seit, knapp 16 Monaten wieder haben, ist das tatsächlich in Chile auch gerade so. Und das habe ich dort gemerkt, dass man einfach durch den Sport sehr tolle Verbindungen herstellen kann. Wir haben da in Chile so ein bisschen dafür gesorgt, dass auch gerade Männer und Frauen, Jungs und Mädchen zusammenspielen. Und das ist etwas, wo ich weiß, dass ich beim Hitdorf an zwei Dingen immer dabei sein werde. Das ist einerseits das Treffen der Generation, an das man immer wieder zurückdenkt. Und eben auch für mich die Lehrersportgemeinschaft, weil dort auch diejenigen, die dann vielleicht mal weg sind, immer wieder dabei sein können. Und das ist einfach so ein dauerhaftes verbindendes Element, was einfach von unschätzbarem Wert ist. Ich meine, bei Herrn Ament,
da, was ist dann so das, als Sie zurück nach Deutschland gekommen sind, was Ihnen am meisten gefehlt hat und was Sie direkt wieder machen mussten? Also, es war eine wirklich nicht einfache Situation, weil wir natürlich selber entschieden haben, zurückzukommen, aber das eigentlich nicht, ja, nicht wirklich nur mit einem schwierigen Gefühl gemacht haben aufgrund der Corona-Situation, weil das ja in der Zeit war, sondern wirklich viel dort auch zurückgelassen haben. Von daher war der Start gar nicht einfach. Definitiv gibt es einiges an kulinarischen Dingen, die wir vermisst haben. Also ich muss wirklich sagen, so diese deutsche Brötchen- und Brotkultur, das war wirklich eines der ersten Sachen, die wir wirklich nicht mehr erwarten konnten. Wenn ich dann so ein bisschen aus unserer Region so die Currywurst da noch mit reinnehme oder auch gerne mal einen Döner, das war, glaube ich, schon etwas, worauf man sich dann unabhängig von allen Dingen, die auch mit Schwierigkeiten verbunden waren, direkt freuen konnte. Ja, das kann man auf jeden Fall sehr gut nachempfinden. Frau Schumacher, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie etwas, worauf Sie sich jetzt schon freuen, wenn Sie zurück nach Deutschland kommen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist das die gute Luft. Das hört sich total bekloppt an, aber in Delhi ist die Luftverschmutzung ganz, ganz drastisch. Und das schränkt einen enorm ein in allem, was man macht. Also wir haben in der Wohnung so Luftfilter, damit in der Wohnung die Luft in Ordnung ist. Aber rausgehen kann man wirklich in bestimmten, also im Winter kann man das gar nicht, weil das dann echt also gesundheitsschädlich und auch einfach unangenehm ist. Und ich habe jetzt auch im Sommer, also sobald wir wieder hier sind, genieße ich das halt, laufen zu gehen. Das kann ich da, also wir haben Laufband, aber das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen. Und einfach viel jetzt auch mit dem Baby draußen zu sein. Und das ist jetzt im Winter waren wir einfach fast nur in der Wohnung oder halt in anderen gefilterten Räumen. Die Schule ist auch gefiltert. Und das ist tatsächlich, also das ist eine heftige Einschränkung, von der ich vorher wusste. Also das liest man ja auch überall, aber die ich mir nicht so vorstellen konnte, wie es letztendlich ist. Also da bin ich wirklich bei jeder Fahrradtour und jedem Lauf durch irgendwie selbst die Innenstadt von Köln oder ist ganz egal, ist das anders als in Delhi. Und dann denkt man halt auch in Delhi an die vielen Menschen, die da auf der Straße leben oder eben nicht Luftfilter sich leisten können. Das ist wirklich, also heftig, die Erfahrung, die man da macht. Wenn wir schon über Delhi reden, wie sieht es da mit Corona aus? Welche Maßnahmen werden da getroffen? Also die offiziellen Zahlen sinken ganz drastisch, die sind sehr, sehr gering und im Moment ist es, ich kann jetzt nur für Delhi sprechen, weil wir da die offiziellen, also da auf dem Laufenden gehalten werden sozusagen und da sind die Zahlen sehr niedrig und das öffnet auch jetzt alles wieder und natürlich gibt es sofort die Befürchtung, dass dann die dritte Welle ansteht eventuell. Die zweite Welle hat Indien total überrascht irgendwie, also die waren unvorbereitet, aber eigentlich so richtig überrascht hat es keinen, weil da sind viele Menschen aufeinander und man kann das, da war alles offen, das war eine Frage der Zeit, dass das wieder passiert. Und es war wirklich heftig zwischendurch, als da diese Sauerstoffknappheit war. Das haben wir Gott sei Dank halt auch nur aus den Medien erfahren, aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man in einem Land ist, wo das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und wenn man dann da auch mit kleinem Kind ist und denkt, sollte man sich noch nicht mal irgendwie ein Bein brechen oder so, weil die einfach überlastet waren, die Krankenhäuser. Da bin ich auch sehr dankbar im Moment, dass wir, wenn wir hier sind, dass man einfach sich auf solche Sachen hier doch verlassen kann. Das ist echt ein anderes Gefühl. Insgesamt sind die Inder oder ist die Regierung auch relativ, sagen wir mal, strenger, was so, also da war wirklich Ausgangssperre. Wir waren 4 Wochen in der Wohnung. Das ist schon auch eine andere Hausnummer als hier, Ausgangssperre ab 22 Uhr ist ein etwas anderes, etwas, ich würde sagen, vielleicht rigoroseres Vorgehen, da einfach so viele Menschen leben und ganz viele auch unter heftigsten, schlechten Hygienebedingungen, wo man eben nicht sich die Hände waschen kann zum Beispiel oder Abstand halten kann oder sowas. Das ist einfach nicht möglich. Und wir leben natürlich in so einer Blase, wo das möglich ist. Also man wird sich seiner Privilegien sehr, sehr bewusst, wenn man da jetzt auch unter Corona-Bedingungen gerade ist. Ja, Sie haben jetzt gerade auch deutlich die Unterschiede aufgezeigt zwischen auch dem Vorgehen in Indien und in Deutschland. Wie sieht das denn auch vielleicht für Sie, Herr Arment, gibt es auch abgesehen von Corona Unterschiede, die
man deutlich merkt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt gerade im Schulrahmen, kann ich absolut bestätigen, dass man natürlich da in einer Blase lebt, in der man einfach nur einen Teil der Realität mitbekommt. Wir haben dann natürlich über diverse Kanäle uns auch mit anderen Dingen beschäftigt. Wir waren dort eben auch im Sportverein tätig, wo du dann eben eine ganz andere Realität auf jeden Fall auch miterlebst. Was ich generell sagen muss, dass man merkt, dass es schon einen Unterschied gibt, dass wir als Deutschen schon, ich glaube, ein bisschen verkopfter sind. Man hat sehr deutlich gemerkt, zum Beispiel bei Verabschiedungen, dass so diese Deutschfachschaft sich immer irgendwas ganz Tolles überlegt hat, irgendwelche Verbindungen noch zur Vergangenheit geschaffen hat, Gedichte vorbereitet hat, irgendwelche Geschenke gemacht hat, die sehr viel Vorarbeit so ein bisschen benötigt hatten. Während bei den Chilenen so dieses gesprochene Wort einfach viel wichtiger ist. Die haben eine sehr blumige Sprache, sehr viel Körperkontakt und einfach so ihre Herzlichkeit mehr über so diese emotionale Nähe ein bisschen ausdrücken. Und das war für mich schon sehr deutlich zu sehen, auch wenn man in einer deutschen Schule natürlich, also wir hatten zwar deutsche Lehrer, aber so gut wie gar keine deutschen Schüler jetzt, dass man dort trotzdem einfach schon diese Unterschiede merkt, die einem hier vielleicht gar nicht so viel auffallen. Mein größter Eindruck ist eigentlich, dass die Unterschiede hauptsächlich sozial sind. Also dass viele Leute, die aus unserer sozialen Schicht kommen, also die studiert haben und, keine Ahnung, vielleicht auch im Ausland mal waren oder so, dass da die Unterschiede deutlich geringer sind als bei Menschen, die einfach ärmer sind, wo es natürlich mega viele von gibt in Indien. Und dass da dieses, was man so als total unterschiedlich wahrnimmt, häufig mit dem gesellschaftlichen Status zu tun hat. Und ja, dass wir viele Inder kennen, wo die Unterschiede wirklich sehr gering sind. Die essen vielleicht mehr Curry so im Laufe der Woche als wir. Aber der Rest ist tatsächlich relativ, also ich habe auch viele Ähnlichkeiten entdeckt. Ja, vielleicht kann ich da ganz kurz noch etwas beisteuern, denn das große Thema jetzt in Chile war natürlich auch die sozialen Unterschiede. Und es gab ja bei uns auch eine sehr, sehr brisante politische Situation, wo man eben einfach gemerkt hat, dass in Chile es viele gibt, die sehr viel haben. Wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, alles gut. Wenn man das dann aber mal runterrechnet und sieht, dass der Großteil oder der größte Teil der Bevölkerung einfach unter ganz anderen Bedingungen lebt, dann ist das schwierig. Und da habe ich ganz klar gemerkt, an einer deutschen Schule bekommt man davon, wenn man nicht so viel will, kaum was mit, weil wir einfach entweder privilegierte Schüler dort haben, die auch in super tollen Häusern und Villen und allem leben, und welche, die alles Geld irgendwie zusammenkratzen, um dahin zu kommen, und man von der sonstigen Realität, wenn man nicht zwingend möchte, gar nicht so viel mitbekommt. Es wird nicht so krass sein wie in Indien, so wie ich mir das vorstelle, aber natürlich spielt sich da das Leben auch ganz häufig auf der Straße ab und war gerade bei Corona ein ganz großer Punkt, denn wenn man von der Straße oder auf der Straße lebt und das dann nicht hat, dann, weil die ganzen Menschen zu Hause sein müssen, dann bedeutet das ganz andere Einschnitte, als wir das hier kennen. Und von daher gibt es viel Reichtum in Chile, aber gerade verhältnismäßig auch eben sehr, sehr viel prekäre Verhältnisse. Was waren Ihre Beweggründe, diesen Auslandsbesuch überhaupt zu machen? Bei uns war das echt so, dass wir, es gibt ja diese Bewerbungsdatei, wo man sich halt bewirbt. Und das ist, glaube ich, war ehrlicherweise so ein bisschen Abenteuerlust und irgendwie mal über den Tellerrand schauen. So, das war so ein bisschen die, glaube ich, der grundlegende Beweggrund. Also gar nicht irgendwie so hohe, hehre Gründe. Und dann kam, wir hatten Indien überhaupt nicht auf dem Schirm, und dann kam einfach eine Mail von dem Schulleiter aus Delhi, ob wir uns das vorstellen können. Und unsere erste Reaktion war so, nee, ehrlicherweise nicht. Ich war noch nie in Asien vorher, ich war noch nie in Indien, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir da hingehen würden oder so. Und dann haben wir aber gedacht, naja, für uns beide eine Stelle da, so eine Chance bietet sich so schnell nicht wieder. Und dann haben wir es einfach mehr oder weniger so ein bisschen, wenn man es jetzt nicht macht, dann bereut man es hinterher. Und deswegen haben wir es dann gemacht. Ich antworte auf die gleiche Frage. Bei uns war es schon viel, viel länger die Planung. Wollten eigentlich schon immer ins Ausland. Das hat sich dann aufgrund der Kinder und anderer beruflicher Dinge irgendwie so ein bisschen immer verschoben. Und dann war einfach irgendwann der Punkt, dass man sagte, so, jetzt macht man es. Dabei war es vor allen Dingen wichtig für uns,
natürlich eine Region irgendwie erstmal auch zu haben, die mit der ganzen Familie irgendwie auch, ich sag mal, kompatibel war, wo man sagen muss, da war dann Chile im Endeffekt aufgrund der politischen Situation eigentlich nicht die ideale Wahl. Aber diese Erfahrungen, die man dort gemacht hat, die sind einfach unglaublich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt nach Chile gegangen sind, um gerade diesen politischen Wandel mitzubekommen. Denn ich bin einfach auch gar nicht mehr so gerne Tourist, ist schon länger so, wo man natürlich mal mit ein paar Leuten sprechen kann, so ein bisschen Eindruck bekommt von Land und Leuten, aber man nicht wirklich auch eine Kultur versteht, Unterschiede von Regionen. Und das hat sich einfach total ergeben. Jetzt waren es nur 13 Monate, aber aufgrund wirklich dieser sehr, sehr intensiven politischen Auseinandersetzung haben wir sehr, sehr viel gelernt über das Land, über uns selbst. Und ja, das kann ich jedem nur empfehlen, ob jetzt als Schüler oder später als Lehrer, solche Auslandserfahrungen, die bringen einen immer weiter. Ja, das würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Frau Schumacher, vielen Dank, Herr Arment, für das nette Gespräch. Ich glaube, das war sehr interessant, worüber wir hier gesprochen haben. Und ja, der Hinweis mit dem Auslandsjahr oder so, das können wir auf jeden Fall, würde ich sagen, klingt für mich auch interessant. Definitiv. Und von daher, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao. Bye. Gerne. Danke gleichfalls. Ciao. Dankeschön. Tschüss.